Hi und ganz herzlich willkommen bei Tarot bei Merlin ist es immer noch. Ich habe das in einem Video vorhin erklärt. Ich hatte schon einen Kanal gebastelt, ja, und ich zeige es euch noch mal kurz in die Kamera, beziehungsweise Psychologie mit Dirk. Aber das ist mir alles ein bisschen zu kompliziert. Man fängt bei YouTube ja dann wieder neu an mit einem neuen Kanal. Deswegen platziere ich das hier bei Tarot bei Merlin. Ihr wisst, ich habe ja sonst immer die obligatorischen Liebeslegungen gemacht. Und man kann einfach erkennen, auch wenn man mal googelt, und da habe ich mir schon ein bisschen was vorbereitet. Ich habe so ein paar Regiekärtchen mir gebastelt, weil ich kenne mich. Ich verliere sehr schnell den roten Faden. And then I don't, wo ich gerade bin. Because Banana Brain. Liebe. Ihr alle habt sie hoffentlich schon gehabt. Liebe ist so alt wie die Menschheit. Und wenn man einfach mal Google schaut und man will einfach mal schauen, naja, was gibt es denn so zu dem Thema, da hat mich wirklich etwas umgehauen. Das hat so ein bisschen was mit meinem Psychologiestudium natürlich auch zu tun, wo wir manchmal solche Arbeiten auch bekommen. 62 Millionen Ergebnisse auf Google zum Thema verlassen worden. 23 Millionen Trennung und 20 Millionen nicht mehr glückliche Beziehungen. Das heißt, da gibt es Leute, so wie du und ich, die dann im Netz einfach nach Lösungen suchen. Und es gibt ja millionenfach Bücher, Ratschläge, Coaches, ich weiß nicht was alles. Und trotzdem ist das bei euch vielleicht genauso, dass ihr denkt, warum funktionieren bei dem einen die Beziehungen gut, bei dem anderen nicht? Warum bin ich ein Pechvogel? Ihr könnt eure 1A-Klage-Hitparade-Lieder runterbeten, die kennt ihr alle. Ich hatte das selber auch damals und ich finde, die richtige Liebe zu finden, das ist schon schwierig. Früher hat man immer gesagt, Gegensätze ziehen sich an. Ich spreche da aus Erfahrung, Man sollte schon gewisse Gemeinsamkeiten haben, man sollte gemeinsame Pläne für die Zukunft haben. Denn wenn der eine rechts geht, der andere geht links, trifft man sich in der Regel ja nicht. Und man muss halt immer Kompromisse finden. Das ist manchmal auch etwas schwierig. Das ist aber auch gar nicht so das Thema, sondern ihr kennt das, man ist verliebt, man trifft die Frau, den Mann und man denkt sich dann, hey, wow, das ist ja geil oder die ist geil, darf ich das so sagen? Ja, ich sag's einfach so, ist auch mein Kanal. Naja, Schmetterlinge im Bauch, ne? Ihr kennt das ja auch, der erste Eindruck zählt, ihr seht jemanden und seid erstmal von dieser Person begeistert. Man möchte mehr, man möchte die Person näher kennenlernen und dann die ersten Gespräche, man hat vielleicht Gemeinsamkeiten gefunden, das erste Date, das zweite, das dritte und wenn alles gut läuft, hey, ist man im Bereich, sich kennenzulernen, man ist in einer Beziehung, der erste Sex etc. pp. Kennt ihr alle. Aber das Ganze mal auf einer wissenschaftlichen Schiene runtergebrochen. Das heißt, was ja auch zu meinem Psychologiestudium gehört. Ich lerne nebenbei ja auch medizinische Themen dazu, weil man muss ja auch im psychologischen Bereich seine Klienten einordnen können, welche Krankheitsbilder, welche Symptome da möglicherweise zukommen. Deswegen als kurze Erklärung auch den medizinischen Bereich. Und ich finde, wenn man das wirklich sich mal auf diese Weise anschaut, was passiert mit deinem Brain denn in dem Verliebtheitsstadium? Du bekommst ganz viel zum Nulltarif, nämlich du bekommst Dopamin, Serotonin, Dopamin, habe ich schon gesagt, Oxytocin, Oxytocin. Das sind, beziehungsweise die meisten hormonellen Botenstoffe werden nämlich in deinem Gehirn gebildet. Und die haben nur ein kleines Problem. Zwischen 6 und 18 Monaten werden die immer weniger. Das ist biologisch so gemacht. Und plötzlich stören dich dann so Kleinigkeiten wie, boah, die hat aber eine hohe Stimme, die Zahnpastatube macht die nie zu oder er klappt die Klobrille nicht runter nach dem Bibi machen. Kleinigkeiten, wo man eigentlich drüber reden könnte, aber so Kleinigkeiten macht es auf einmal buff, Atombombenpilz. Und dieses ganz schöne Hormone, die rosarote Brille ist weg. Und dann fängt es an, Krise. Viele haben auch einen in der Liebe einen folgenden Satz dass, oder eine Annahme, dass ein anderer Mensch für dein Glück verantwortlich ist. Und da muss ich dich leider enttäuschen. Nein, da ist kein Mensch für verantwortlich, für dein persönliches Glück. Ich sage jetzt mal einen Satz, der ist von Jens Korsen. Mein Mann oder meine Frau
liebt mich so, wie er kann. Mehr ist nicht drin. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, was löst das aus, dass man enttäuscht wird von seinem Partner? Ist eigentlich ein schönes Wort. Enttäuschung. Normal muss man sich dafür bedanken, dass man enttäuscht wurde. Weil vieles ist halt so, wie du es dir vorgestellt hast, ist halt nicht in die Realität gelangt. Das heißt, du hast dir in deinem Kopf eine Vorstellung vom Thema Beziehung und die ist halt so nicht eingetreten. Und das mehr ist es letztendlich nicht. Ja, muss man eben wieder sortieren hier. Ja, also wenn man wirklich die Annahme hat oder wenn du meinst, dass dein Partner dafür zuständig ist, dich glücklich zu machen, dein Leben auf eine andere Bahn zu lenken, dann bist du da auf einem falschen Weg. Und ich finde einen Satz, der ist aus dem Jahre 1814, und der ist von Goethe, da kann man so ein bisschen philosophisch ja auch werden. Und solange du das nicht hast, dieses Stirb und Werde, dann bist du ein trüber Gast auf dieser Erde. Und das ist mein Leitsatz, der übrigens auch in vielen Webinaren von Jens Korsten verwendet wird. Das hat unheimliche Power, das hat eine Macht. Denn was beschreibt dieser Satz? Und das war 1814, das ist schon ein bisschen her. Das heißt, Leben ist Veränderung. Wenn du immer gegen das Leben bist, ne? Scheißstau, das darf doch nicht wahr sein, die Tussi und du gibst den Dingen Namen. Das ist dieses, ne? Dass du mit diesem Stirb und Werde, ne? Also die Arbe, der Chef kommt, der Chef geht. Dein Schatzi kommt, dein Schatzi geht. Stirb und werde. Das läuft nicht geradlinig immer nur im Leben. Ich werde dir jetzt mal ein paar Sätze aufzählen. Und ich kann jetzt nicht sagen, heb mal die Hand, wer fühlt sich jetzt hier angesprochen. Das ist ja hier digital und wir sind ja nicht im Webinar. Aber ich denke, die Sätze kennt ihr alle, dass du dir selber sagst, Mann, war ich blöd. Oder ich finde das ungerecht. Das ist doch das Letzte. Das gibt's doch nicht. Du liebst mich gar nicht. Du wartest, dass sich dein Partner ändert. Und dann kommen manchmal so Sätze, versprich mir doch, dass du Punkt, Punkt, Punkt nicht mehr machst. Warten. Und schon bist du an deinem Zielbahnhof angelangt, im Land der Gefühle. Und wie heißt dieser Zielbahnhof? Herzlich willkommen in der Ohnmacht. Und wenn man sich ohnmächtig fühlt, das ist ein doofes Gefühl und in der Ohnmacht selber wird man auch nicht viel ändern können. Ja, ebenfalls gehört zu einem Klassiker, ja, mein Mann, meine Frau, mein Partner muss mich doch verstehen. Aber wo steht das geschrieben? Wo steht, dass er dich verstehen muss? Das ist dieses gleiche Argument, nur ich bin freundlich zu einer anderen Person, der muss dann aber auch freundlich zu mir sein. Ja, das funktioniert aber so nicht. Ne? Warte nicht drauf, dass dich einer glücklich macht, dich erlöst und verdeutliche dir mal folgende Aussage. Meine Mutter oder, kannst du wahlweise ersetzen durch deinen Vater, deinen Partner, muss mich nicht verstehen. Er liebt mich so, wie er konnte. Mehr war nicht drin. Den Satz hatte ich gerade schon mal gesagt, aber ihr werdet merken, das ist wichtig. Das Einzige, was wir Menschen müssen, und das betrifft uns alle, ist sterben. Ansonsten müssen wir gar nichts. Ich muss dich nicht verstehen. Ich muss sterben, ja, aber sonst gar nichts. Und das ist halt ganz, ganz wichtig. Und an dieser Stelle sage ich mal zwei Wörter, die sich in diesem Video wiederholen werden. Ein Schlüssel für glückliche Beziehungen ist, wenn du in deinem Leben anfängst, Verantwortung zu übernehmen. Denn diese Aussagen, das kann doch nicht wahr sein, das gibt's doch nicht. Das ist doch ungerecht. Warum immer ich? Ja. Das ist genau der Punkt, warum viele Beziehungen, vielleicht auch deine, nicht funktionieren oder nach einer gewissen Zeit sich in Luft auflösen. Denn viele suchen ihr Glück in eine Partnerschaft, in eine Beziehung. Ja, und mein Partner erlöst mich jetzt von dem Übel. Jetzt bin ich komplett. Und die meisten Schlager, ne, die Liebeslieder, ne, die sind genau in diesem Textgenre ja unterwegs.
mit dir bin ich ganz. Wenn du gehst, bin ich nur noch halb oder was es da alle gibt. Du wartest, dass dein Partner sich ändert. Der Mann soll sich zum Beispiel mehr Zeit nehmen. Und die Partnerin soll auch so sein wie meine Mama am besten. Ja, wie meine Mama, die Roulade gekocht hat. Und so wartet man auf das Glück, auf die Liebe, dass sich dein Partner versteht und macht dieses, ja, macht dieses Ohnmachtsgefühl weg. Ja? Warte daher nicht auf jemanden, der dich glücklich macht oder dich endlich versteht, sondern komm aus deiner Bockigkeit heraus. Denn keiner muss dich glücklich machen und keiner muss dich auch retten. Ja, wie ich schon sagte, das Einzige, was wir müssen, das ist sterben. Und dafür möchte ich dir 4 Tools an die Hand geben, die deinen Denkprozess vielleicht ändern, deine Ansicht auf Dinge ändern können. Und ich habe so eine kleine Eselsbrücke gebaut. Bitte sei so schlau. Davon sollen immer die ersten Buchstaben den Leitsatz bilden. Also bitte sei so schlau. Wir fangen mit bitte an. Das B in der Bitte steht für Bewusstheit. Wie nimmst du Stellung zu dem, was ist? Nochmal langsam. Wie nimmst du Stellung zu dem, was ist? Das ist nämlich die Voraussetzung für eine Veränderung. Bitte sei, das nächste ist also das S für Selbstverantwortung. Selbstverantwortung übernehmen für deine Gestimmtheit, die Vorstellung und Erwartung von dir an den anderen. Das heißt, du bist verantwortlich für das, was du denkst und was du ändern willst. Bitte sei so, das nächste S, Selbstvertrauen. Das ist halt im Bereich der Visionstechnik, da kommen wir später nochmal drauf, ja, dir vorzustellen, wie es ausschauen könnte, wie dein Leben ausschauen könnte. Mach dir mal ein Bild in deinem Brain, was ist für dich eine wirkliche Beziehung, was für Voraussetzungen sind da überhaupt für nötig. Und das letzte sei, bitte sei so schlau, wieder ein S, Selbstüberwindung. Selbstüberwindung für mich ein prägender Satz. Schmerz, ja, sofort. Du hast dir etwas anders vorgestellt. Daher ich bezogen und bei dir bleiben und Dinge, die dich stören, früh ansprechen. Schmerz, ja, sofort und nicht warten bis zum Ende. Was ist damit gemeint? Verzeihung. Wenn man kleine Dinge, wie mit der Zahnpastatube, wie mit dem Klodeckel etc. pp., das immer so Rabattmarken sammelt. Ne? Stell dir vor, wie so ein Glas, da tropft es immer rein, irgendwann läuft das Glas über. Sofort ansprechen, auch kleine Dinge. Und nicht, ne, also als Ich-Botschaft, ich würde mir wünschen, dass du. Und nicht, du hast schon wieder. Das ist Vorwurf. Und dann geht der andere in eine Abwehrhaltung. Ja, und das ist manchmal einfach zu erklären, wie unser Gehirn funktioniert. Das ist so ein bisschen in der Steinzeit noch, wenn du früher in deine Höhle gesessen hast als Steinzeitmensch. Flackernde Kerzen, Kerzen gab es noch nicht. Feuerstelle, ja, du saßt dann da und plötzlich kam dann so ein, in den Schatten umrissen in die Höhle jemand rein. Oh, der hat eine Keule in der Hand. Der sieht aber nicht so nett aus. Was der wohl möchte. Also wenn du so gedacht hättest, hättest du irgendwann die Keule auf die Birne bekommen und Licht aus. Und wäre es um dich geschehen. Also da ganz doofes Beispiel. Dass man einfach mal sieht, dass das schon Sinn hat, wenn wir gewisse Dinge so machen und gewisse Dinge so, aber nicht in den Angriff gehen. Ja? Ich möchte dir auch noch mal einen Satz mitgeben, ja, der dein Leben verändern kann. Und zwar, wo ich bin, möchte ich sein. Und jetzt wirst du dich wahrscheinlich wundern und sagst vermutlich, naja, was soll mir das bringen? Was soll mir der Satz sagen? Diesen Satz kannst du nicht nur in die Beziehung einsetzen, das kannst du im Job einsetzen, aus allen Dingen. Denn wir alle haben Termine, wir haben alle Dinge, wo wir hin müssen, wo wir vielleicht auch gar nicht gerne sein wollen. Ja, ich muss mal ein Schlückchen trinken. Trockener Hals, viel reden. Ja, ist das nochmal, wo ich bin, möchte ich sein? Ja, da musst du nicht gerne sein. Aber es ist das geringste Übel, und ersetze ab sofort, ich muss durch, ich will. Versuch das mal. Denn das Einzige, was du musst, ist sterben. Kennt ihr schon. Da gehen wir nachher aber noch mal ein bisschen genauer drauf ein, dass ihr vielleicht auch sagt, ah, jetzt wird ein Puzzle raus. Achte mal bitte auf folgenden Satz. Was ist, ist.
Stau. Du stehst mit deinem Auto im Stau. Du bist spät dran zur Arbeit. Was denkt man? What the fuck? Oder Scheiße, warum passiert mir denn schon wieder? Warum bin ich jetzt Autobahn gefahren? Ich Depp. Und was ist das ganz genau? Was ist, ist? Der Stau ist ja da. Was ist das? Da stehen halt viele Autos hintereinander, weil die vielleicht auch alle zur Arbeit wollten. Weiß ich nicht, Ferienbeginn etc. pp. Wenn ich dann noch gegen bin, das löst die Situation nicht. Und das ist in Beziehungen genauso. Gerade Haltung, kannst du auch die Finger kreuzen etc. Gerade Haltung, Samurai-Haltung, weil dann kann man nicht so schön klagen. Und dann überlegt man sich Lösungen. Okay, ich könnte jetzt, wenn du im Stau stehst, anrufen, Bescheid sagen, ich stehe im Stau, kann noch ein bisschen dauern. Ich telefoniere vielleicht mit jemandem, den ich lange nicht gehört habe. Versteht? Also dann ist man aus der Ohnmacht raus. Und genau so ist es auch in Beziehungen, Lösungen zu suchen. Und dafür gibt es auch einen Satz. Ich habe eine Eselsbrücke gemacht. Das heißt, kannst du das klar? Wieder K, ne? Keine ungefragten Beurteilungen. Das wäre zum Beispiel, du sagst zu deinem Partner, kein Wunder, dass du das nicht geschafft hast. D, KDDK, kannst du das klar? Ne? Das zweite ist ein D, dem anderen nichts einreden. Auch wichtig. Das zweite D, dem anderen nichts ausreden. Und das K, keine ungefragten Ratschläge geben. Kennt das ja auch. Partner sagt irgendwas. Ich kann das aus meiner Partnerschaft mal sagen. Dann kommt die irgendwie im E-Bike an. Guck mal, ein neues E-Bike hier. Ja, das und das passt nicht so. Ja, habe ich dir auch gleich gesagt. Du hättest das so und so machen müssen. Ungefragter Ratschlag. Statt mal zu sagen, hey, das ist aber toll, super. Ne, also, das sind manchmal so Dinge und unser Gehirn reagiert ja auf Botschaften. Da kommen wir gleich noch mal ein bisschen genauer hin. Und jetzt kommt ein Satz aus aus der Psychologie, aus der Medizin und ganz wichtig: Erkenntnisse machen keine neurologischen Verschaltungen im Gehirn. Bedeutet, wenn du hier was ändern möchtest, klappt das nicht durch eine Erkenntnis. Das heißt, du kannst Wissen tanken, Bücher lesen, dadurch verändert sich unser Gehirn nicht. Was eine logische Veränderung bringt, und das ist auch wirklich das Einzige, das ist eine positive Erfahrung, genauso wie eine negative Erfahrung. Und daher ist es natürlich wichtig, dass man eigentlich eine positive Erfahrung macht. Ich werde dir das nachher nochmal an einer anderen Stelle genauer erklären und dann wird ein Schuh draus. Zum Beispiel gibt es einen Satz, dass jeder hat Recht in seiner Angst- und Gedankenwelt. Wenn du diesen Satz jeden Tag, kannst dir den aufschreiben, irgendwo hinkleben, den Zettel, und du liest diesen Satz jeden Morgen vorm, egal was du machst, stehst auf, diesen Satz im Lesen. Jeder hat Recht in seiner Angst- und Gedankenwelt. Denn das Gehirn ist so programmiert bei uns: Vermeiden von Unlust, Maximieren von Lust. That's all. Und Stress ist häufig die Folge von Nein denken und Ja sagen. Daher bin ich grundsätzlich immer für das, was ist, weil es ist ja eh schon da und ich kann es nicht ändern. Warum ist das wichtig? Mit dieser Einstellung kannst du Lösungen finden. Das gilt für Arbeit, das gilt für Beziehungen, das gilt auch im Stau, das gilt für alles. Raus aus der Ohnmacht, ja, und im Anschluss sucht man eine gute Lösung, weil ihr kennt das alles, wenn ich ein Gefühl von Ohnmacht habe, ich kann etwas nicht ändern, ja, das ist unlustig. Und ihr wisst ja auch, jeder Einzeller würde sich umdrehen, wenn es unlustig wird und Tschüssikowski, ja, wir sind ja Mehrzeller. Also, man kann das auch so sehen, das sagt der Jens Kors noch mal so schön: Danke, Situation, du bist mein Coach. Daran wachse ich dann. Und wenn du dir das so anschaust, und bei mir war das tatsächlich so, bei mir hat es wirklich eingeschlagen wie eine Rakete. Warum habe ich Psychologie angefangen zu studieren? Ich hatte keinen Bock mehr auf meinen Job. Mich hat der angekotzt. Ich sage es wirklich so, wie es ist. Ich habe mich dann irgendwann, nachdem ich mit Jens Korsen Vorträge mir anhören durfte, so muss ich sagen, habe ich am Anfang gedacht, in den ersten Minuten, was labert der da? Wo ich bin, will ich sein. Ja, ich habe ja auch die Möglichkeit, ich könnte ja auch morgens einfach sagen, ich bleibe liegen, ich stehe gar nicht mehr auf. Gut, irgendwann kommen dann die Menschen in den weißen Klamotten oder mittlerweile mit den orangen Jacken drüber und nehmen dich dann mit. Aber
In Deutschland verhungert keiner, in Deutschland verwahrlost du auch nicht, dafür sorgt das System. Bedeutet aber, wo ich will, will ich sein. Ich will da vielleicht nicht gerne sein, aber ich habe mich dafür entschieden. Und wenn du dir das hier oben schon mal klar machst, dann hast du ganz, ganz, ganz viel geschafft. Ja, wir kommen zurück zur Partnerschaft. Ich könnte hier drüber auch noch mal ein Video drehen, aber wir gucken mal, wie das jetzt überhaupt ankommt. Dein Partner hat nicht zu sein, wie du es dir vorstellst. Nochmal, dein Partner hat nicht zu sein, wie du es dir vorstellst, sondern du kannst dir höchstens etwas wünschen und aus der Ohnmacht in die Eigenmacht kommen. Ja, was verstimmt uns? Da wir meist Vorstellungen vom Leben, Kindern, Beziehungen haben, die nicht unseren Erwartungen entsprechen, stellen wir uns etwas vor, wie etwas zu sein hat. Und da fängt das nämlich an. In der Psychotherapie nennt man das übrigens, das ist die irrationale Überzeugung oder Muss-Annahmen. Das muss so sein, weil ich habe es mir auch so vorgestellt. Hey, nö, das muss gar nicht so sein. Ja, und die irrationale Überzeugung, es sei eine dringende Notwendigkeit, das Erwachsenen von jemandem geliebt zu werden. Ja, das ist ein wackeliges Selbstgefühl, Hunger nach Anerkennung, statt selbst jemandem Liebe zu zeigen. Und das sind mögliche Folgen, die dann wirklich krank machen können. Ja, die irrationale Überzeugung, bestimmte Handlungen seien fürchterlich oder schlecht, sodass Menschen, die so handeln, auch bestraft oder verachtet werden müssen. Das habe ich jetzt aus dem Stoff der Psychologie einfach mal hier reingenommen. Da gehe ich auch nicht weiter drauf ein, weil damit kann man nichts machen. Das ist so Psychotherapie und viele machen viel Therapie und hilft irgendwie nicht. Immer wenn du gegen das Leben bist, immer wenn du gegen dieses Stirb und Werde bist, Goethe, ja, dann machst du dich selber fertig. Denn es gibt keine größere Energiefresserei, wenn du gegen was bist, was du nicht ändern kannst, ja? Ein Beispiel, das alle kennen. Du fährst morgens zur Arbeit, Stau, hatte ich gerade schon gesagt, ja, die erste Aussage, blöder Stau, das gibt's doch nicht. So eine Scheiße. Und wenn ihr mal euch einen Spaß machen wollt, ihr könnt zum Beispiel euch so ein Gummiband nehmen, einfach ein Gummiband, ihr könnt auch eins Tolles bestellen, wo irgendwas draufsteht. Und jedes Mal, wenn du das Wort Scheiße sagst oder fluchst oder sowas, dann machst du einmal plopp. Das ist eine Reaktion, du merkst das dann. Du kannst ja auch so einen Klicker nehmen, ne, wie oft du Scheiße sagst. Und das ist eine Übung, eine sehr gute Übung, dass du immer siehst, wie oft du diese Wörter gegen das Leben einsetzt. Ja? Und das macht hier oben auch was. Kommen wir gleich nochmal zu. Wichtig ist Achtsamkeit, um überhaupt Dinge verändern zu können, musst du es ja erstmal wissen, was du tust. Fakt ist, gerade am Stau zum Beispiel, es ist eine Situation eingetreten. Übrigens, Stau kannst du streichen, du kannst auch Ärger in der Beziehung, Ärger im Job für alles nehmen. Und was ist eingetreten? Es ist eine Situation eingetreten, die du dir nicht so vorgestellt hast. Und wenn wir uns aufregen und das Wort Scheiße benutzen, das ist übrigens medizinisch nachgewiesen, klagen, Scheiße, das gibt's doch nicht, erzeugt Stresshormone in unserem Blut. Das ist medizinisch nachgewiesen. Und je mehr wir klagen, je schlimmer wird das. Und dann wundern sich manche, herzlich willkommen in der Depression, wenn das über einen langen, langen Zeitraum sich verselbstständigt. Und so programmiert man auch unsere Software. Wenn ich immer nur sage Scheiße und ich bin dagegen, was meinst du, wie schnell das geht? Und wupp, Datenautobahn neu gebaut. Ja, und diese Stresshormone, die sind natürlich auch für das ganze Gesundheitssystem nicht gut. Man ist ständig krank. Ich habe das am eigenen Leibe gespürt. Wie oft war ich krank, erkältet? Bei der Arbeit war einer, ein Kollege am Husten, da habe ich schon wieder gedacht, Scheiße, bin ich nächste Woche auch krank. Immunsystem klappt zusammen. Und das kann man medizinisch wirklich sehr, sehr gut sehen. Wenn man ständig am Klagen ist, dann ist man nicht in einer gehobenen Stimmung. Dadurch ist das Immunsystem halt auch nicht in der normalen Verfassung, weil viel Scheiße, viel dagegen und das erzeugt immense Stresshormone. Nachgewiesen, wie gesagt, nicht erfunden. Und das macht krank. Depression, Immunsystem ist hinüber und und. Du bist ständig müde, du rennst zum Arzt, dann werden die Vitamine untersucht. Vitamin B, Vitamin D und Vitamin D musst du auch selber bezahlen, das zahlt die Krankenkasse nicht. Ist aber auch wichtig, mach das ruhig mal, wenn du ständig müde bist, kleiner Tipp. Und irgendwann hast du alles untersucht, du nimmst Tabletten gegen Vitamin D-Mangel, hilft alles nichts. Und dann geht das los, naja, man muss vielleicht mal zum Psychologen gehen, dann gibt es Therapien. Und dann ist ja das nächste, wenn man mit der Schulpsychologie anfängt, da kommt man hiermit auch nicht weiter.
Denn die fangen ja nicht an, deine innere Einstellung zu ändern, je nachdem, ob du Verhaltenstherapie machst, kognitive Veränderungstherapie etc. pp. Sondern da geht es ja erstmal zurück in die Kindheit, mal gucken, wo ist das Problem. Und das gibt es ja wieder. Dann lebst du das alles nochmal durch, wieder Stresshormone. Sondern viel geiler ist es doch, wenn man sagt, ich habe ein Ziel, wie komme ich denn dahin? Das ist ja einfach zielführender, ne? Und manchmal hörst du auch wieder eine innere Stimme, die zum Beispiel zu dir sagt, ey, ich bin zu fett. Ich bin nicht so schön, ich bin blöd, ich bin eine Flasche. Und du kennst ja diese Top Ten, die man sich immer so, ja. Und ich habe der inneren Stimme, also ihr seid nicht schizophren, wenn ihr auch solche Stimmen hört, dem einen Namen gegeben, das ist ja sympathischer. Dem habe ich Heinzi genannt. Ey, Heinzi meldet sich wieder. Ja, und das Ganze kommt von unserer Software aus dem Kopf. Und alles zu ändern, da habe ich, oder beziehungsweise wenn man das ändern möchte, da habe ich jetzt eine richtig gute Nachricht für euch. Das geht. Das geht wie ein Update. Und das kommt jetzt. Ja, viele warten, dass sich der Partner ändert. Wenn er das nicht macht, macht das krank. Handlungsfähig, Unfähigkeit und so weiter. Ich habe hier irgendwie, glaube ich, ich Koffer, habe hier die Listen hier vertauscht, die Reihenfolge. Ja, egal. Wir machen jetzt mal weiter. Muss ich mal eben hier nochmal nehmen. Ja, Bibeli. Ja, das ist alles live. Ihr merkt das gerade. Ja, also man kann ein Update vornehmen und da komme ich jetzt auch gleich zu. Ich war jetzt gerade ein bisschen. Es ist doch richtig. Die Reihenfolge ist richtig. Ja. Viele warten, dass sich der Partner ändert. Und wenn er sich nicht ändert, auch Beziehungen, Job etc. pp., dann macht das krank. Das macht uns auch irgendwann handlungsunfähig. Und daher ist es auch wichtig, Schmerz ja sofort. Ist genau wie beim Zahnarzt. Ne? Wenn du Zahnschmerzen hast, kannst du natürlich sagen, ich gehe heute nicht hin, ich habe Angst vor dem Zahnarzt. Das wird aber immer schlimmer. Deswegen, Veränderungen, Erkenntnisse müssen wiederholt werden. Wir verändern uns nur über Erfahrung. Nicht über unser Wissen. Nochmal. Willst du bei dir was verändern? Willst du, also ich musste mal gerade Pause machen, weil gluck, gluck, gluck. Also, Veränderungen, Erkenntnisse müssen wiederholt werden. Wir verändern uns nur über Erfahrung, nicht über Wissen. Ja, wie verändern wir denn nun unsere Software da oben? Und da nehme ich dich jetzt gerne mit. Ich komme nochmal auf den Satz zurück, den ich euch vorhin am Anfang gesagt ha hatte. Jeder hat Recht in seinem Angst- und Denksystem. Erstens, wenn ich das berücksichtige, und das ist wie gesagt den Satz, die Übung, ich hatte es gerade erwähnt, mach jeden Morgen diesen Satz lesen. Du schreibst ihn dir auf, dass du es nicht vergisst. Jeder hat Recht in seinem Angst- und Denksystem. Da wird es leichter gelingen, es wird euch leichter gelingen, anderen zuzuhören. Diese Veränderung geht zuhören. Die Vorteile, dass der andere mir dann auch zuhört. Und immer wenn eine Situation eintritt, wo ich einen Vorteil habe, dann sagt das Gehirn, wenn man das immer wiederholt, ah, das ist ja positiv, also mache ich mal eine neue neuronale Verknüpfung. Übung zu einer inneren, oder ich mache es mal anders. Ich mache jetzt nochmal eine Übung für euch. Ich nenne ihn mal, wir haben ja einen inneren Kritiker und wir haben den Bewerter. Dem kannst du auch einen Namen geben. Den einen hatten wir Heinzi genannt. Such dir einen aus und schau dir mal. Wir machen jetzt mal eine Übung. Am besten ist, du machst dazu einmal Stopp auf das Video und dann gehst du einfach mal raus. Vielleicht hast du Glück und die Sonne scheint, so wie jetzt gerade, und es regnet nicht. Und du schaust dir Menschen an. Bitte immer nur eine Sekunde. Du schaust jemanden an, wupp, nächster Blick, nächster Mensch. Wenn du das aber sagst, hey, ich habe keinen Bock rauszugehen, ist gerade unpraktisch, ungünstig. Kannst du übrigens auch bei Google machen. Da gibst du bei Google Menschen ein und dann kommen Bilder von verschiedenen Menschen. Immer nur auf eine Sekunde maximal schauen, weiter. Aber ein bisschen Disziplin muss natürlich sein. Denke bitte nicht an einen grauen Elefanten. Ja, also nochmal, schau dir Menschen an, mach jetzt Pause, Google Menschen und dann schaust du dir jeden Mensch für eine Sekunde an, ohne zu denken. Du denkst nichts, du bewertest nichts und du denkst bitte auch nicht an einen grauen Elefanten. Nicht an einen grauen Elefanten denken. Okay, dann fang an. So, ich hoffe, du hast das Experiment durchgeführt. Du hast dir mal
ein paar Menschen angeschaut, hallo. Und ja, du hast bestimmt auch nicht an einem grauen Elefanten gedacht. Ja, das habe ich jetzt ein bisschen geklaut. Das war früher mal ein Experiment von dem Daniel Wegener, der erstmals 1987 dazu geforscht hatte. 100 Jahre davor hat es auch schon mal jemand gemacht. Habe ich jetzt aber den Namen nicht parat. Kann man aber auch googeln, wenn dich das interessiert. Google einfach mal. Lass mich raten. Es hat nicht funktioniert, oder? Du hast trotzdem gedacht. Das ist der innere Bewerter. Unser Gehirn denkt immer. Das ist dieser innere Bewerter. Wir bewerten Situationen sekundenschnell. Du siehst an Menschen und dann denkst du, hey, allglatter Schlipsträger, Tussi oder gib den Ding Namen. Und Leute, die oft meditieren, die können das besser. Ich kann das zum Beispiel auch nicht. Und gerade wenn ich dir das vorgebe, übrigens das Experiment von dem Daniel Wegener war mit einem weißen Eisbären. Ich habe daraus jetzt einen grauen Elefanten gemacht. Da kannst du auch jedes Tier, jede Farbe nehmen. Automatisch, das Gehirn kann mit dem Wort nicht denken nichts anfangen. Das geht nicht. Wenn ich sage, denk jetzt bitte an nichts, bekommt das Gehirn die Botschaft denken. Na? Das soll euch zeigen, dass jeder Mensch automatisch eine Bewertung vornimmt, auch wenn wir das gar nicht wollen oder auch nicht vorhatten. Das hat ein bisschen was wiederum Steinzeit zu tun, was uns beim Überleben dann auch hilft. Ja, wir müssen ja Bewertungen einschätzen. Wenn ich jetzt sehe, die Ampel ist rot und ich überlege, oh, was könnte jetzt passieren, wenn ich da drüber fahre? Und während ich denke, mache ich das, dann macht es irgendwann Puff und ich bin irgendwo reingefahren. Deswegen ist das natürlich manchmal vorteilhaft, sofort Dinge bewerten zu können. Oder läuft da mal auf die Straße. Ich bremse, klar. Ne? Aber bei Menschen eine Bewertung vornehmen, das macht ja auch was mit uns. So, wenn ich zwischendurch mal stoppen muss, liegt das einfach daran, weil ich mir Näschen pudern muss. Nein, nicht pudern, putzen. Heuschnupfen ist wieder da. Hallo Heuschnupfen. Hallo Pollen. Ne? Hallo Heuschnupfen gibt es ja nicht und ich habe da leider Lasten mit, auch wenn ich Tabletten nehme. Das wirkt momentan alles nicht so toll. Daher als kleine Erklärung. Ja, Fazit. Wir bewerten Menschen automatisch. Also Verliebtheit gibt es zum Nulltarif. Die Liebe leider ist nicht umsonst, die gibt es nicht zum Nulltarif. Liebe bezieht sich auch auf dein gesamtes Leben. Viele befinden sich in einer schlechten Beziehung, ich nenne das jetzt einfach mal so mit den Worten, und suchen nach dem Grund. Und ich bin der Meinung, wer sich selber nicht liebt, vielleicht kennst du auch so eine Aussage, ne? Mann, bin ich blöd, bin zu fett. Kannst du mit all seinen Sachen, die du dir selber schon gesagt hast, dir an den Kopf schmeißen? Da möchte ich dir mal bildlich etwas mitgeben, und zwar ein Haus. Wenn du ein Haus baust, dann sollte dieses Haus, und das Haus übrigens bist du, hallo, auf ein festes Fundament stehen. Denn wenn kein festes Fundament da ist, kleine Erschütterung, Haus fällt zusammen. Das Fundament, was bedeutet das? Das ist genau deine Einstellung zum Leben. Das ist die Basis, das ist das Fundament. Liebst du das Leben oder bist du ständig dagegen? Da müssen wir vielleicht ein bisschen philosophischer wieder werden. Das Leben ist ja auch, ich nehme immer gerne so die Natur. Und zwar alles das, was nicht vom Mensch gemacht ist. Also ich liebe ja nicht den Krieg im Gaza. Oder ich liebe nicht den Krieg mit Russland. Das meine ich alles nicht. Das ist menschengemacht. Sondern die vier Jahreszeiten zum Beispiel. Der Frühling, der Sommer, der Herbst, der Winter. Ne? Wenn die Bäume zum Beispiel die Blätter verlieren. Oh, die sind aber ganz kahl, eine graue Jahreszeit. Ja, der Baum hat so schön geblüht im Sommer und Schatten gespendet. Der kann jetzt schlafen. Und der Regen, der spült den Baum, der wäscht den Baum richtig durch. Ich bin nicht gestört, ne? Falls du das jetzt meinst. Aber wenn man sich das mal so mal anschaut, das ist so die Einstellung dazu. Ja, also für mit dem Wandel, das nehme ich mal gerne die vier Jahreszeiten. Dann haben wir noch die Wände und das Dach. Das ist die Selbstliebe. Ja, so und jetzt haben wir das Haus fertig. Und dann schau doch mal, was du alles schon in deinem Leben erreicht hast. Was für eine Ausbildung hast du gemacht? Hast du einen tollen Job? Hast du eine tolle Familie? Familie meine ich jetzt, wenn du nicht in der Partnerschaft bist, deine Familie, Mama, Papa, wenn du sie noch hast. Meine Mama ist ja leider schon im Himmel. Hast du tolle Tiere? Hast du ein schönes Auto? Also such mal in deinem Leben, für was du dankbar bist. Das ist übrigens auch eine schöne Übung. Abends vorm Schlafen gehen, machst du die Augen zu und dann überlegst du mal, für was bin ich heute besonders dankbar oder für was bin ich dankbar in meinem Leben. Das kannst du wie so eine Bettdecke dir vorstellen mit ganz vielen schönen Sachen. Danke, dass ich so tolle Haustiere habe, dass ich so tolle Kinder habe. Das kann man, ne? Also, schön. Mach mal. Ich schweife ab.
Also schau dir mal an, was du alles schon erreicht hast und geh mal einen Gedanken durch dein Leben und da wirst du sehen, da wird es definitiv was Positives geben. Nicht, was der Mensch daraus macht, ne, sondern wie die Natur. Frühling, Sommer, Herbst und Winter habe ich mir extra nochmal aufgeschrieben, weil, because the red Faden nicht verlieren. Ja, und das gehört dazu, um auch sich selbst zu lieben, stolz auf sich zu sein. Und jetzt kommt dein Partner. Und viele sagen ja, hey, meine Liebe ist der Fels in der Brandung. Das ist Bedürftigkeit. Und viele verwechseln Bedürftigkeit mit Liebe. Und das funktioniert nicht. Und deswegen gehen so viele Beziehungen auch wieder kaputt. Weil der eine Partner kann dem anderen das gar nicht erfüllen. Das funktioniert nicht. Aber wenn man dann wirklich sagt, dein Partner, wenn man wieder auf das bildliche Haus zurückkommt, das ist die Innenanrichtung. Die gemeinsame Innenanrichtung mit dem Partner, da wird es dann schön, da wird es gemütlich, da ist das toll. Aber wenn er dich wieder verlässt, das Haus bleibt. Das ist zwar dann wieder kahl und nicht so schön, aber es regnet nicht rein, es ist ja ein Dach drauf, kannst die Heizung anmachen, ist schön warm und dann guckt man weiter. Und das ist, bist du, das nimmt dir auch keiner weg. Und das sollte man sich immer ja wieder in die Erinnerung rufen. Klar ist das blöd, wenn man sich trennt und du verlierst jemanden. Das ist ja auch völlig normal. Da soll man sich auch mal. Da kann man auch traurig sein. Und das alles. Aber wenn du deinen Partner brauchst, dann verbrauchst du ihn mit der Zeit. Viel schöner ist es doch, wenn du sagst, hey, Liebe nicht zu verwechseln mit ich brauche dich, sondern ich liebe dich, weil du da bist und nicht, weil ich dich brauche. Ihr Lieben, ich mache an dieser Stelle jetzt mal einen Cut. Ich habe das jetzt einmal soweit durch, was ich euch einfach sagen will. Ich mache mal zum Schluss noch mal so ein kleines Fazit. Wer sich nicht selber liebt, und damit meine ich jetzt nicht Narzisst oder sowas, aber wenn du selber dich komplett abstoßend findest, du gegen das Leben bist, dann ist meiner Meinung nach es auch sehr schwierig, jemanden anders zu lieben. Da musst du erstmal bei dir anfangen. Du musst die Basis, du musst den Grundstein legen, das Fundament legen. Und dann überleg mal, wie stelle ich mir eine Beziehung vor? Wenn du einen Partner gefunden hast, dann, ich wiederhole das jetzt nochmal, ich habe das extra hier nochmal aufgeschrieben. Hier könnte man jetzt Werbung einblenden, ne? Zum Beispiel Tempo. Ja. Ja, ich lese das lieber nochmal ab, bevor ich es wieder falsch durcheinander schreibe. Ja, es gibt ja einmal die vier Werkzeuge, die ich dir vorher schon gesagt habe. Bewusstheit, ne? Wie nimmst du Stellung zu dem, was ist? Selbstverantwortung übernehmen für dein Leben. Selbstvertrauen, Visionstechnik. Mal zu schauen, wie könnte die Beziehung sein? Was ist toll? Selbstüberwindung, Schmerz, ja, sofort. Und die anderen, wo ich sagte, ja, kannst du das klar? KDDK. K, keine ungefragten Beurteilungen, keine ungefragten Ratschläge, dem anderen nichts einreden, dem anderen aber auch nichts ausreden. Und Liebe ist immer wieder sich zurückzunehmen und zu überlegen, wie gehe ich mit dem anderen um? Wie sehe ich meinen Partner? Ja, und das ist ein ständiger Prozess. Und ich glaube, viele haben am Anfang dieses Dopamin, Serotonin und alles drin und immer wieder das Gleiche wird abgespielt, bis es wieder in die Brüche geht. Und bei vielen ist immer ein Muster zu erkennen. Das war bei mir früher zum Beispiel beim Job immer so. Wenn mir irgendwas auf den Sack gegangen ist, habe ich gekündigt, habe gesagt, leck mich im Arsch. Zack, nächster. Ich sage das jetzt so, darf ich Arsch sagen? Ist auch, ach. Und irgendwann, wenn man sich das mal überlegt, zum Beispiel beim Job war das wirklich bei mir so, wo man sich dann hingesetzt hat und hat sich überlegt, okay, was habe ich denn hier für Vorteile? Tolle Kollegen, gewisse Sicherheit, tolles Arbeitsumfeld und so weiter. Und das muss man sich immer bewusst machen. Wenn man dagegen ist und man macht eine Rechnung, und früher war meine Rechnung so, ja, da bist du 9 bis 10 Stunden am Arbeiten, da musst du dich um die Tiere kümmern, da musst du den Garten machen, das, das. Dann habe ich nur 6 Stunden Schlaf, dann kann ich wieder losgehen. Falsch. Und du glaubst gar nicht, wie schnell dein Gehirn solche Autobahnen baut. Ja, Vernetzung. Deswegen nochmal das Gehirn, Unlust vermeiden, ne, und so. Aber ich wiederhole es jetzt auch nicht, sonst wird es irgendwann langweilig. Das möchte ich an der Stelle mal stehen lassen. Ich hoffe, dass das für den einen oder anderen was bringt. Vielleicht schaust du dir das Video auch ein, zweimal, dreimal an. Ich weiß noch nicht, wie weit ich das jetzt hier rübergebracht habe. Ich habe es wirklich versucht, gewissenhaft und gut so mal zu
ja, dass man hier so ein Video rausbasteln kann. Ne? Ich möchte mich nochmal bedanken bei Jens Korsen, weil der hat wirklich mein Leben verändert und das macht auch wahnsinnig viel Spaß, wenn man so durchs Leben geht. Ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr euch in diesem Bereich noch ein bisschen was in Informationen reinholen möchtet, schaut gerne bei ihm auf die Webseite. Ich kriege da also auch kein Geld für, sondern das ist wirklich meine Erfahrung und ich habe einfach auch gemerkt, gerade durch mein Studium der Psychologie, dass sehr, sehr viele Menschen da draußen unglücklich sind, depressiv sind und man kann durch gewisse Dinge sehr, sehr einfach in ein schöneres Leben kommen, besonders wenn du anders eine andere Einstellung hast. Kommt auch für dich wieder viel, ziehst du Glück an. Viele nennen es Glück. Ich sage immer, wenn ich positive Signale sende, kommt auch Positives zurück. Das ist einfach so. Und deswegen auch zu den Düften. Ihr könnt gerne nochmal in die Kommentare schreiben und sagt, hey, der ist jetzt völlig durchgeknallt, der Merlin hier, der Dirk. Ich liebe Düfte. Weil Düfte ist zum Beispiel, ich rieche und dann kommen Gedanken, das ist toll und die Inhaltsstoffe. Also wenn ich da mal Videos zu machen soll, Herrenparfüme natürlich, ich habe ganz keine Damenparfüme da, schreibt es mir auch gerne mal in die Kommentare. Ansonsten hoffe ich konnte dir mit dem Video etwas helfen, einen Einblick in die Psychologie, wie so oben hier the Brain funktioniert und warum die ein oder andere Beziehung nicht funktionieren. Und vielleicht kannst du durch diese Werkzeuge etwas ändern. Das würde mich persönlich freuen. Gib mir gerne mal in die Kommentare, wie du das Video gefunden hast, weil so funktioniert leider der Algorithmus bei YouTube. Viele Kommentare, das Video wird weiter gerankt, keine Kommentare. Und wenn dir das Video gefallen hat, auch da gerne mal etwas Kritik oder auch ein tolles Feedback, positives Feedback. Daumen hoch, würde mich natürlich freuen. Und keine Angst, Kartenlegungen kommen natürlich auch noch. Da habe ich mir auch noch was Neues überlegt. Da werde ich gleich nochmal ein separates Video machen. Ich wünsche mir von Herzen, dass du deine wahre Liebe findest, aber viel, viel besser, dass du lernst, dich zu lieben, dein Leben zu schätzen und dann wird es manchmal auch relativ schnell gehen, dass der richtige Partner in dein Leben kommt und dann, ja, für immer, forever. Ich hoffe, dass du auch weiterhin mir die Treue hältst und ich wünsche dir auf jeden Fall alles Liebe, alles Gute, ein schönes Wochenende. Bis bald. Ciao, ciao.